Ja, hier ist Muho nochmal aus Osaka, aus dem nachmittäglichen Zimmer seiner Tochter. Am Nachmittag ist das Licht hier immer ganz schön. Nächste Frage auf meiner Liste. Als ich in einer Zen-Gruppe war, hatte ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute dort Sazen eigentlich praktizieren, um sich selbst produktiver zu fühlen. Mir kamen die Gespräche über das neue Auto hier oder das neue Auto dort nach dem Sazen einfach falsch vor. Ich finde es schade, dass ich so viel Zeit meines Lebens damit verbringen muss, mir über Geld Gedanken zu machen. Ich erkenne auch meine tiefen Widersprüche und ärgere mich oft darüber, nicht den Mut und die Entschlossenheit aufzubringen, einen anderen Weg einzuschlagen. Was ist, wenn Zen und mein Gedankenkonstrukt doch nur große Lüge sind? Ich bin kein spiritueller, mystischer oder religiöser Mensch. Ich suche im Zen keine Erleuchtung und bin der Überzeugung, dass auch der Zen-Buddhismus nur eine weitere Illusion ist, die wir uns geben, damit wir unsere bewusste Zeit auf diesem Planeten nicht, damit uns unsere bewusste Zeit auf diesem Planeten nicht aus dem Ruder läuft. Insofern tue ich mich schwer mit den strengen Abläufen, Ritualen und Hierarchien. Gefühlt habe ich auch manchmal den Eindruck, dass man im Zen versucht, Menschen erst einmal zu brechen, um anschließend das Denken zu verändern. Du hast in deinem Vortrag auch von Gurken, Kürbissen und Tomaten geredet und damit quasi eine Bewertung bestimmter Verhaltensweisen vorgenommen, die man ja eigentlich versucht zu vermeiden. Im Grunde macht der Zen-Buddhismus oft nichts anderes, als ein eigenes Bewertungssystem zu entwickeln und eine normative Vorlage zu geben, die die Welt schlussendlich wieder in ein richtig oder falsch aufteilt. Am Ende des Tages lässt sich dieser Widerspruch nicht auflösen, denn sobald bewusstes Denken stattfindet, muss es sich selbst eine Struktur geben, welche aber nur Illusion sein kann, weil sie in der Illusion selbst entstanden ist. Eine eher komplizierte Frage, beziehungsweise eigentlich keine konkrete Frage, sondern eher ein Feedback, ein Kommentar. Also, wenn ihr auf der Suche seid nach der idealen Zen-Gruppe, wo alle schon halb oder ganz erleuchtet sind, da werdet ihr lange suchen, ne? Da gibt es immer Leute, die auch noch mit ihrem neuen Auto prahlen wollen oder mit der Freundin oder wie gesagt, gestern, vorgestern, als über die Schmerzen die Rede waren. Es gibt natürlich auch die, die mit Gewalt im Lotus sitzen, nur weil sie dann die tollen Hechte glauben sein zu können. Ne? Sowas gibt es. Ne? Und ein gewisser Respekt für die japanische oder chinesische Tradition, aus der wir diesen Weg empfangen haben, ist, glaube ich, schon wichtig, aber manchmal werden diese Rituale auch albern, vollkommen richtig, beziehungsweise ich kann es besser als du, ne? Und ich bin höher auf der Leiter geklettert als du, ich bin jetzt schon der Vizepfeiler, und du bist immer noch einer von denen, die ganz in der Nähe vom Ausgang sitzen müssen. Klar ist das albern, klar ist das albern, aber wenn man sich daran auffängt, ne, dann wird man wahrscheinlich nie eine Gemeinschaft finden, die einem auch ja hilft und in der man selber einen positiven Beitrag leisten kann, um diese Gemeinschaft vorwärts zu bringen. Also Fehler
Und verirrte Menschen gibt es überall zu finden, ne? Man muss sich dann erstmal selber an der Nase auch packen. Und was die Kritik an meiner Metapher von den Gurken, den Kürbissen und den Tomaten angeht, das ist auch berechtigte Kritik, würde ich sagen, ne? Also bei der Metapher geht es darum, dass ich sage, idealerweise lernt man so vom Lehrer und vom Buddhismus wie eine Gurke, die diesen Faden erkennt und sich selbst diesen Faden greift und gerade nach oben wächst, ohne darauf zu warten, wie eine Tomate, dass sie immer wieder angebunden wird ans Gerüst, aber auch nicht wie der Kürbis, dass man da so nach seinem eigenen Belieben so, ich hole mir jetzt das, was mir am besten passt und der Rest interessiert mich nicht und was die Gruppe sonst so macht, interessiert mich sowieso nicht. Sondern man sollte da schon einen gewissen Respekt haben für die Nachbarn, aber auch wissen, warum man sich überhaupt auf diesen Weg gemacht hat, ne? Und die Kritik an dieser Metapher ist insofern richtig, als dass es gibt halt auch Leute, die eher dazu tendieren, so wie Tomaten zu wachsen und die brauchen halt ein bisschen mehr Pflege und Zuwendung vom Gärtner und dann gibt es Leute, die eher zum Kürbiswachstum tendieren, die brauchen ein bisschen Freiraum und da muss man vielleicht auch Geduld und Flexibilität haben und nicht mit Gewalt die Tomaten zu Gurken oder die Kürbisse zu Gurken machen zu wollen. Eine gewisse Flexibilität ist wahrscheinlich auch gefragt, aber von Seiten der Tomaten und Kürbisse glaube ich eben auch Verständnis dafür, dass zumindest an manchen Orten, so wie Antaisi, eben das Ideal die Gurke ist, ne? Und dafür ist der Platz da. Und wenn man sagt, nee, ich bin eine Tomate und ich will mein Gerüst haben und ich will den Gärtner, der mich von morgens bis abends pflegt, dann ist man halt in Antaisi nicht am rechten Ort und als Kürbis eben auch nicht. Ne? Da muss man sich, wenn man sagt, Gurke ist nichts für mich, da muss man sich eben einen anderen Ort suchen, an dem man akzeptiert wird, so wie man ist, als der Kürbis oder als die Tomate, die man ist. Ne? Ja, und dann am Ende geht es, wird das ein bisschen kompliziert oder theoretisch zu dem Problem Struktur, ne? Also im Zen geht es ja immer darum, vorgefertigte Strukturen und Begriffe zu zerstören. Aber letztlich kommen wir gar nicht drum herum, in Strukturen zu denken und zu sprechen. Und wenn da eine Gruppe ist, eine Gemeinschaft, die braucht auch Strukturen, um zu existieren. Am Ende des Tages lässt sich dieser Widerspruch nicht auflösen. Genau. Und man muss ihn ja auch gar nicht auflösen. Man muss ihn akzeptieren, dass da Strukturen sind, aber die Strukturen sind auch nicht absolut. Sobald bewusstes Denken stattfindet, muss es sich selbst eine Struktur geben. Und eben, wie gesagt, nicht nur bewusstes Denken, sondern ja, jede Sangha, jedes Kloster muss sich selbst auch eine Struktur geben, auch wenn es letztlich bei dieser Praxis darum geht, ja, Befreiung von festgefahrenen Strukturen zu erlangen. Aber um sich von den eigenen Strukturen hier oben zu lösen, ist es auch manchmal hilfreich, äußere Strukturen zu akzeptieren, auch wenn die auf den ersten Blick gar keinen Sinn zu machen scheinen. Ja, so viel zu dieser Frage, die, wie gesagt, keine Frage war, eher ein Kommentar, ne? Egal, wo er hingeht, da sind Strukturen und vieles macht keinen Sinn.
Und da gibt es die, die versuchen, tolle Hechte zu sein und andere, die mit ihrem Auto angeben wollen. Die Frage ist, was machst du auf deinem Kissen? Ne? Wonach suchst du? Okay, so viel für heute. Wir sehen uns wieder.